Tag Nummer 4 nach der Antibiotika-Einnahme. Es wird schon ein bisschen weniger. Ja, 4 Tage habe ich noch mit Antibiotikum. Kommt der Regen. Das Wetter passt genau für wieder. Ja, grüß euch. Heute mit ein bisschen einem anderen Thema. Ich habe nämlich den Jackpot geknackt. Nicht den im Lotto, leider, sondern. Warum Jackpot? Mich hat nämlich vor einigen Wochen eine Zecke erwischt, die hat mich gestochen. An sich nichts Besonderes. Dieser Zeckenstich hat sich allerdings nach circa 3 Wochen auffällig verändert. Verändert in dem Sinn, es ist zu einer sogenannten Wanderröte gekommen. Mit dem Fachausdruck nennt sich das Erythema oder Erythema migrans. Und das ist ein eindeutiges Indiz oder fast eindeutiges Indiz dafür, dass ich mir eine Borrelieninfektion zugezogen habe. Natürlich ist es so, dass ich eine Zeckenschutzimpfung habe. Das Problem dabei ist ja das, dass die Zeckenschutzimpfung nicht gegen Borreliose schützt. Die Zeckenschutzimpfung schützt ja eigentlich vor FSME. Das ist die Abkürzung für Frühsommer-Meningoenzephalitis. Das heißt auf Deutsch nichts anderes wie Gehirnhautentzündung. Ja, und was sind jetzt da Borrelien eigentlich? Borrelien sind Bakterien, spiralförmige Bakterien, glaube ich sogar. Ja, werden auch als Spirochäten oder Spirochäten bezeichnet in der Medizin. Und die sitzen im Magen- bzw. Darmbereich der Zecken. Es sind aber nicht alle Zecken betroffen davon, sondern man schätzt, glaube ich, so bei den 35% der Zecken, die bei uns unterwegs sind, dass diese Träger oder mittragen eben diese Bakterien. Es ist nicht bei jedem Zeckenstich mit einer Infektion von Borrelien zu rechnen. Der Grund dafür ist der, dass diese Borrelien relativ langsam sind. Die Zecke muss schon einige Zeit auf dem Körper des Menschen angedockt haben. Und erst nach einiger Zeit wandern dann diese Borrelien aus dem Magen-Darm-Bereich über diesen Stechrüssel der Zecke ins menschliche Gewebe ein oder im menschlichen Organismus ein. Ne? Ja, wenn die Borrelien dann im menschlichen Organismus angelangt sind, dauert es auch wieder einige Zeit. Da gibt es eine Inkubationszeit von Tagen, Wochen, Monaten angeblich, bis es eigentlich zu dieser Infektion kommt. Oder so sollte irgendwelchen Symptomen einer Infektion kommt. Wenn man Glück hat, so wie in meinem Fall, hat man nach einigen Tagen oder Wochen eben dieses Erythema migrans, auch genannt Wanderröte. Weil dann kann man sich relativ sicher sein, dass da was passiert ist und kann dann auch da dementsprechend darauf reagieren, indem man zum Hausarzt geht. Leider haben das nicht alle Menschen. Dieses Erythema migrans trifft bei rund 50% der Infizierten auf. Bei den restlichen 50% ist es eher unauffällig oder wird eben so nicht erkannt. Warum kommt jetzt zu dieser Wanderröte? Ja, angeblich ist diese Wanderröte nichts anderes als eine Reaktion des menschlichen Immunsystems auf diesen Eindringling, sprich der Borrelien. Ne? Und dadurch kommt eben zu dieser Röte. Diese Röte schaut klassischerweise so aus, dass sich rund um den Zeckenstich eine ringförmige Ausbreitung der Borrelien stattfindet, eben mit einer Rötung, einer Hautrötung. Schaut eher aus wie so eine allergische Reaktion. Und das ist eben ganz typisch für eine Borrelieninfektion.
Ja, behandelt wird diese Infektion dann klassischerweise durch Antibiotikum, sprich Antibiose, wenn Sie die Kur dann über mehrere Wochen, Tage. Da gehen, glaube ich, die Meinungen der Fachwelt auseinander, wie lange sowas anhalten soll. In meinem Fall mache ich jetzt da 9 Tage eine Antibiotika-Einnahme und dann sollte das eigentlich alles vorbei sein, der ganze Spuk. Ich hoffe es zumindest. Theoretisch könnte ja das menschliche Immunsystem mit dieser Infektion ja selbst auch zurechtkommen. Das Problem dabei ist, dass meistens nach längerer Zeit das menschliche Immunsystem angeblich den Kürzeren zieht und quasi diese Infektion oder dieses Bakterium Besitz über den Körper übernimmt. Das Problem ist ja dann das, dass in den meisten Fällen diese Borrelieninfektion ja nicht erkannt wird. Eben aufgrund des Fehlens dieses Erythema migrans. Und erst im schlimmsten Fall nach einem Jahr oder was, kommt es dann zu Krankheitssymptomen. Ne? Diese Krankheitssymptome bei einer Borreliose sind sehr vielschichtig. Und die Ärzte haben da oft Probleme mit der Diagnose, was jetzt der Patient eigentlich für Leiden hat. Da gibt es Geschichten, dass Menschen als Hypochondra abgestempelt worden sind, weil einmal haben sie die Beschwerden, dann haben sie wieder andere Beschwerden und dann kommt wieder irgendwas Neues dazu. Und oft haben dann die Ärzte den Eindruck, die haben ein bisschen einen Klatscher oder was. Ne? Und das ist halt eben das Schwierige. Was noch dazu kommt, ist das, dass die Borrelien selber bei einer Blutprobe nicht erkannt werden. Nur wenn einer den Verdacht hat, einer der Ärzte den Verdacht hat, kann mittels einer Blutprobe, wo man spezifisch auf Antikörper gegen diese Borrelien nachsieht, danach forscht, kann dann eine Borrelieninfektion nachgewiesen werden. Klassische Beschwerden bei einer Borrelieninfektion sollen sein Nervenschmerzen, Gelenkschmerzen oder Gelenksentzündungen. Dann kommt es auch so zu sogenannten, glaube ich, Wanderschmerzen oder so. Das heißt, mir tut heute das linke Knie weh und morgen der rechte Zeigefinger. Das ist zum Beispiel ganz eine typische Angelegenheit bei einer Borrelieninfektion. Aber es kann auch zu grippeähnlichen Zuständen kommen mit Fieber, Husten, Schnupfen, alles mögliche. Die Leute beschweren sich dann über Kopfweh, Schwindel soll dazukommen, Vergesslichkeit, man kann sich Dinge nicht mehr merken oder nur schlecht. Es soll auch zu Sprachstörungen kommen. Ja, was noch ein typisches Kennzeichen sein soll bei einer fortgeschrittenen Borreliose, sind auch Lähmungserscheinungen. Teilweise Gesichtslähmung, einseitig, beidseitig, das soll auch noch ein ganzer Klassiker sein bei so einer Borrelieninfektion. Also wie man schon merkt, das sind sehr vielfältige Symptome und die wechseln auch. Ne? Es ist nie gleich. Und deswegen ist das Schwierige immer für die Ärzte die Diagnose, was hat er jetzt wirklich. Ne? Und das zusätzliche Problem ist ja das, nachdem das so lange dauert, es kann sich ja kein Mensch mehr daran erinnern, dass er irgendwann einmal von einer Zecke gestochen worden ist. Und dass das dann vielleicht auf eine Borrelieninfektion zurückzuführen ist. Ne? Aber da gibt es ein paar Videos auf YouTube, da könnt ihr einmal nachschauen oder nachforschen und auch ein paar Geschichten irgendwo rausgoogeln, wie es da manchen Betroffenen geht mit so einer Erkrankung, bis das einmal erkannt wird. Ne? Und das Problem daran ist das, wenn es so weit fortgeschritten ist, eine fortgeschrittene Borreliose ist, dann kann man das mit Antibiotika auch nicht mehr behandeln. Ne? Ich glaube, in den meisten Fällen müssen die Menschen dann auch spezielle Diäten durchführen.
die eigentlich mehr oder weniger auf die Stärkung des eigenen Immunsystems aufbauen. Der größte Feind ist ja, glaube ich, tierisches Eiweiß. Das heißt, man darf dann kein Fleisch mehr essen, kein Milch mehr trinken, kein Butter essen. Was für eine Geschichten. Zucker ist, glaube ich, auch ein schweres Thema bei Borreliose. Das sollte man dann auch weglassen. Also eine relativ langweilige und langwierige, fade Ernährung, die man dann machen muss. Und so sollte es dann ausgeheilt werden. Das Problem bei der Antibiose ist ja auch noch das, dass ja Antibiotika eigentlich den menschlichen Körper auch ein bisschen angreift. Ne? Das heißt ein bisschen, ziemlich wahrscheinlich. Ne? Speziell den Verdauungstrakt des Menschen, weil da sehr viele Bakterien leben, die ja gut für Menschen sind, beziehungsweise für die Verdauung und was man auch braucht, und die werden dann durch Antibiotika genauso vernichtet. Naja, und nachdem der Verdauungsapparat, Magen, Darmbereich, sehr wichtig ist für das menschliche Immunsystem, passiert eben diese paradoxe Situation, dass eben durch die Antibiose gleichzeitig auch das Immunsystem geschwächt wird wieder. Und das dauert dann wieder eine Zeit lang, bis sich das aufbaut. Ja, ich hoffe ja, dass jetzt da diese Antibiose bei mir anschlägt. Ich bin da eher guter Dinge. Zu 90% ist ja das dann auch in den meisten Fällen so, dass diese Antibiose auch anschlägt und dann eigentlich in Ruhe ist. Weil man es eben rechtzeitig erkannt hat, noch im Frühstadium, quasi eine Frühborreliose. Was wirklich nervig ist eigentlich, ist eher das persönliche Umfeld. Weil die Menschen, was das da fragen oder hören, die haben alle so super Ratschläge für einen und oder Tipps oder Meinungen, mit denen man eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Wie zum Beispiel, bist du nicht zeckengeimpft? Oder warum bist du nicht gleich zum Arzt gegangen? Oder du weißt aber schon, dass du es nicht mehr wegbringst. Und eigentlich bin ich drauf gekommen, dass, obwohl das alles Menschen sind, was im Wald arbeiten, oder im Wald leben oder vom Wald leben, dass da eigentlich die wenigsten wirklich wissen, was bei so einer Borreliose eigentlich passiert, oder im schlimmsten Fall wissen sie nicht einmal, dass es sowas überhaupt gibt. Ne? Und was eigentlich ganz wichtig ist, was man eigentlich wissen sollte, ist das, oder was einem jedem bewusst sein sollte, ist das, dass es keine Schutzimpfung gibt gegen Borreliose, sondern nur gegen FSME. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Natürlich gibt es auch Gegenmaßnahmen, die man rechtzeitig treffen kann, um sich vor seiner Borrelieninfektion zu schützen. Das Sicherste ist das, dass man immer schaut, ob man jetzt irgendwo einen Zecken sitzen hat, diese sofort entfernen. Und beim Entfernen kann man auch sehr viele Fehler machen. Es ist wichtig, dass man die Zecke richtig entfernt. Da gibt es auch so viele Geschichten und Ansichten, wie man dann Zecke richtig entfernen tut. Manche Leute glauben, da muss man Gerbstoff auftun oder mit Öl beträufeln, mit dem Uhrzeigersinn herausdrehen oder gegen einen Uhrzeigersinn herausdrehen. Natürlich ist das alles ein Schwachsinn. Die sicherste und einfachste Methode ist, die Zecke einfach herausziehen, gerade herausziehen. Und da ist es wichtig, dass man das beachtet, dass man am besten mit einer spitzen Pinzetten oder wenn man längere Fingernägel hat, nahe am Stechrüssel ansetzt und den Zeck ja nicht zerquetscht oder quetscht. Weil wenn man die Zecke quetscht, ja, gibt sich der Zeck quasi sein Innerstes, übergibt er dann durch den Stechrüssel in den menschlichen Körper sofort, ne? Und dann hast du die Borrelien in dir. Und das ist genau das, was man eigentlich vermeiden Und sollte. das ist auch genau der Verdacht, den ich habe, dass genau das mir passiert ist, dass beim Herausziehen die Zecke gequetscht wurde und ich so zu dieser Borrelieninfektion gekommen bin. Ich habe den Zeck nämlich genau da hinten sitzen gehabt und bin selbst nicht wirklich dazugekommen und meine Freundin hat mir das dann entfernt. Und da kann ich mich noch ganz gut erinnern, wie das war. Das war nämlich im Freibad.
Da habe ich den zufälligerweise gesehen, weil es ein bisschen gejuckt hat. Denkt, aha, das hat Säck. Dann kannst du den rausziehen. Und der hat sich da ein bisschen so rumgezogen. Und wahrscheinlich ist es da zu einer Quetschung der Zecke gekommen. Und dann in weiterer Folge so zur Infektion. Leider. Aber mein Glück ist ja das, dass ich eigentlich über diese Zeckenschichten relativ gut informiert bin und mich immer befasst habe damit. Wir haben auch solche Themen auch gehabt in der Forstschule und im Jagdkurs. Ich habe das sogar beim Aufsichtsjäger, bei der Aufsichtsjägerprüfung habe ich das auch gehabt, als Thema, dass man zumindest weiß, was ist SME und was ist eine Borrelieninfektion und vor allem, wie äußert sich eine Borrelieninfektion. Und daher, ich tue prinzipiell an jedem Zeckenstich, den ich habe, den tue ich beobachten auf Veränderungen. Ne? Ja, für mich ist es halt trotzdem immer Jackpot, weil ich von Natur aus einer bin, der relativ wenig Zecken hat. Also ich habe oft Jahre, da habe ich überhaupt keinen einzigen. Heuer waren es jetzt zwei. Den ersten habe ich gehabt im Jänner. Und eben vor einigen Wochen, das war der zweite. Ich kenne andere Leute, die haben jeden Tag eine Zecken, wenn sie draußen sind. Und dann nicht an, sondern, was nicht, 10, 15, 20. Ich habe schon Leute getroffen im Wald, die was 100 Zecken auf einmal gehabt haben, irgendwo bei den Füßen auffahren so. Ne? Ja, manche sind anfälliger. Ich bin normalerweise nicht so anfällig und deswegen ärgert es mich, dass ich jetzt da genau diese Borrelieninfektion habe. Aber es ist halt leider so. Ne? Es muss so sein. Ja, was könnt ihr jetzt noch erzählen? Ja, über die Zecken selber. Was sind Zecken eigentlich? Zecken sind ja Spinnentiere, die sind mit den Spinnen verwandt, haben natürlich eine parasitäre Lebensweise. Der klassische Zecke, der bei uns in Europa vorkommt, das ist ja der sogenannte Holzbock, nennt sich der. Und seine Nachkommenschaft, das sind so kleine Schwarze. Das sind eigentlich die meisten Zecken, die man immer aufgreift im Wald. Das sind die sogenannten Nymphen, nennen sich die. Da ausgewachsene Zecke ist ein bisschen größer. Viele gibt es auch, was hinten dann rot sind. Ja, und die Zecken. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, und wo kommt es eigentlich zum Befall der Zecken? Ne? Ja, viele glauben ja, dass die Zecken hupfen von den Baumrohr oder von den Gestauden oder die Sträucher oder irgendwas. Das ist auch Blödsinn. Die meisten Zecken lauern irgendwo im Gras in Kniehöhe. Da sind sie am liebsten. Ne? Und wenn man dann eben durchs Gras durchstreift und dann springt der Zeck auf. So kommt es dann zur Aufnahme der Zecken. Viele glauben ja, das ist ein Problem, das existiert nur im Sommer oder im Frühjahr. Stimmt auch nicht. Es ist nicht die Jahreszeit ausschlaggebend für das Vorhandensein von Zecken, sondern die Temperatur. Es ist bereits ab plus 6 oder 8 Grad fangen an, Zecken aktiv zu werden. Deswegen, ich habe heuer den ersten Zecken im Jänner gehabt. Sonnseitig, da hat es ja gehabt Temperaturen wie im Frühling. Ne? Da war es bei den 20 Grad. Ne? Und da habe ich den ersten aufgegriffen heuer. Und rechtzeitig erwischt. Der Grund, warum manche Menschen für Zecken attraktiver sind, als wie wiederum andere Menschen. Also ich bin ja eher ein Typ, was eher unattraktiv ist für Zecken. Deswegen habe ich auch noch so selten welche. Das ist angeblich der Grund. Die Zecken reagieren auf die menschlichen Ausdünstungen im Schweiß, also quasi auf den Geruch. Ne? Und eben im Schweiß, wenn sehr viel Butter, Milchsäure vorhanden ist, dann ist es sehr attraktiv für die Zecken. Und diese Menschen sind eher gefährdet, von einer Zecke gestochen zu werden. Also wie Menschen, die keine oder nur wenig Ausdünstungen haben in Form von Milchsäure im Schweiß. Und da ist ja angeblich auch so, dass die Ernährung eine große Rolle spielt. Ne? Weil sehr viel Milchsäure im Schweiß ist ein Indiz dafür, dass der Körper selbst übersäuert ist und eine Übersäuerung im Körper entsteht in erster Linie durch eine falsche oder einseitige Ernährung oder eben mit Lebensmitteln, die speziell zur Übersäuerung des Körpers beitragen, quasi ein falscher Lebensstil. Ja,
solche Sachen kann man sich dann auseinandersetzen, wo man mit Borrelien infiziert ist. In diesem Sinne, ich glaube, ich habe genug erzählt über Zecken und Borrelien und den ganzen Schmarrn. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und mal sehen, wie es weitergeht.